Schönen guten Abend. Willkommen zur Pressekonferenz nach dem 46. Spieltag in der deutschen Eishockeyliga. Der SC Ingolstadt unterlag den Adler Mannheim 1:6. Bei mir wie immer die beiden Trainer Pavel Groß aus Mannheim und Dirk Schäden aus Ingolstadt. Herr Groß, Ihr Statement zum heutigen Spiel, bitte. Ja, guten Abend. Wir sind eigentlich erstmal auch glücklich und froh, dass wir heute hier gewonnen haben. Wir wussten erstmal, das wird überhaupt nicht einfach sein, vor allem in dem ersten Drittel nach der Pause. Man weiß sowieso nie, wie man in der Pause war, wie man nach der Pause aufs Eis wiederkommt und welche Fähigkeiten dann man auch zeigt, ob man ready ist oder nicht. Wir haben auch gesehen, wir waren 2-0 vorne eigentlich nach dem ersten Drittel und ich glaube, dass Ingolstadt gar kein schlechtes erstes Drittel gespielt hatte, weil die haben gute Chancen gehabt. 2x2 gegen 1, wo der Jet Picard eigentlich, muss ich sagen, ein super Save gemacht hat. Das Schlittschuh-Tor, okay, das war ein Tor nach 30 Sekunden, aber da hat man schon gesehen, das Spiel oder Spielverlauf hätte auch anders laufen können. Und klar, da waren zwei Standardsituationen, wo wir 2x Bully-offensive Zone gewonnen haben und sofort eigentlich auch die Tore geschossen. Und glaube, dass wir dann danach eigentlich auch das Spiel übernommen haben. Aber bis dahin war das natürlich auch eine offene Partie, da muss man ganz, ganz ehrlich sein. Und glaube ich, dass wir dann auch läuferisch weiter auch gespielt haben, was wir auch kennen. Und heute haben wir natürlich auch eine starke Mannschaft geschlagen. So ist es nicht. Also das Ergebnis 6-1 ist wahrscheinlich ein bisschen zu viel, aber trotzdem bin ich auch froh, dass wir mit unseren vier Reihen, also alle vier Reihen haben heute auch dazu beigetragen, die Tore zu schießen. Also danke. Herzlichen Dank, Herr Groß. Dirk, Ihr Statement, please. Guten Abend. Good game, Pavel. Well done. For me, we all know the strength that Mannheim's got, a great, great hockey club, four lines, a big defense, great goaltending. But we also know that if you're going to play them, you got to show up and play. So for me, tonight, after the first 10 minutes, I thought we came out okay. But after that, it was just pure domination because they outworked us. And we had way too many guys. You know, Jobke showed up and played hard as he could. Wagner played as hard as he could. Up front and forward, maybe Timmy Vogelbuch is the only guy that you can single out and said tried, because we just had way too many players non-competing, and you're going to get embarrassed. You're going to get embarrassed any rink you're at, especially against Mannheim, if guys aren't ready to work hard and compete. And to me, at this time of the year with 7 games to go, it's totally unacceptable. It's surprising. I thought we practiced well all week, so to go out and lay an egg and that compete level is just totally not acceptable. So we've got another big game Sunday, so got to get focused on that. But very disappointed tonight. Thank you. Ich fasse kurz zusammen. Doug Shedden attestiert natürlich, dass Mannheim eine sehr gute Hockeymannschaft ist. Das wusste man schon davor. Aber man muss auch bereit sein, gegen sie zu spielen. Die ersten 10 Minuten seiner Mannschaft fand er gut. Danach hat Mannheim härter gearbeitet und den ERC da dominiert. Er fand das keine akzeptable Leistung seiner Mannschaft. Überraschend, weil die Trainingsleistungen unter der Woche eigentlich sehr gut waren. Am Sonntag ist ein wichtiges Spiel gegen Düsseldorf. Da hofft er auf einen besseren Auftritt. Gibt es Fragen in der Runde der Medienvertreter? Hans Fischer von Radio In, bitte. Frage an Dirk Schäden. Dirk, macht Ihnen die Defensive nicht schon langsam ein bisschen Sorgen? 5 Gegentore in Wolfsburg, heute 6 Gegentore in der eigenen Arena. A little bit, but at home lately we've been really, really good with shutouts and 1 goals against. So, you know, at home we've been, it's been very acceptable the way we've been playing. Up in the road in Wolfsburg, well, that was just a goofy game. A lot of goals were going in from everywhere. So, yes, there is a concern there. Ein wenig ist das so, ja. Aber zu Hause ist man sonst eigentlich schon defensiv stark und in Wolfsburg zuletzt, da war es einfach ein vollkommen verrücktes Spiel. Gibt es weitere Fragen? Hans Fischer mit der Nachfrage. Frage noch zu Torhüter Timo Pillmeier. Wird er am Sonntag auch fehlen? Well, he's got Kronk, so we'll see how he's doing tomorrow.
Also er ist krank. Wir sehen, wie es ihm morgen geht. Gibt es weitere Fragen? Dann wünsche ich den Adler Mannheim weiter eine gute Saison. Verweise noch auf die nächsten Spiele des ERC Ingolstadt. Es ist das angesprochene Spiel am Sonntag in Düsseldorf, das 1000. des ERC in der DEL. Am Dienstag ist dann wieder Heimspiel gegen dann die Schwenninger Wild Wings. Bis dahin.